Wir sind hier in Schupfert, im Fricktal. Und das ist zwischen Zürich und Basel. Und wir haben einen Mutterkuhbetrieb und einen Ackerbaubetrieb. Wir haben eine tieffreundliche Stahlhaltung, das heisst PTS und das Raus-Programm machen wir mit. Und wir haben ja nicht einen intensiven Rindenmastbetrieb. Wir bauen das Gras, wo wir alles brauchen für unsere Mutterkühe, alles selber an. Den Mais bauen wir selber an. Und für zum Einstreuen, das Getreide, Strau, haben wir alles aus eigener Produktion. Streuen tun wir extrem viel, als wir einfach den Druck der Bakterien und Viren können aufs Minimum reduzieren. Die haben einen permanenten Auslauf, sie haben einen Laufhof, sie können immer raus. Also es tut dann über das Fehljahr beschneien und regnen. Und das haben sie gerne, weil das Rindviech hat sie gerne kalt. Die Vegetation ist vom 1. April bis am 31. Oktober. Und sie müssen Minimum 4 Stunden im Tag draußen sein. Und das im Monat jeden Tag. Wenn wir im Frühling anfangen, weiden wir noch am Tag, bis dann das Wetter etwas wärmer wird. Dann stellen wir umstellen auf Nachtweide. Dann sind sie zur Nacht aus und kommen am Morgen wieder rein. Und im Herbst kehren wir es wieder kehren, dass wir am Tag weiden. So meistens zwischen 12 und 14 Stunden sind sie auf der Weide. Den Stier haben wir in der Härte als Natursprung machen. Der Stier bringt uns viel Ruhe in die Härte rein. Ja, wir produzieren natürlich recht naturnah. Das Kalb ist das ganze Leben bei seiner Mutter. Es wächst auf mit der Mutter bis zu dem Tag, wo sie in die Schlachtung geht, ist bei der Mutter. Ja, der Unterschied merkt man gut, auch von den Faserungen her und vom Geschmacksträger her, dass es gesund gewachsen ist und nicht einfach nur aufputscht.